Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Videotest mit dem OnePlus Nord 2T. Ihr seht mich hier direkt über die 32 Megapixel Frontkamera. Das ist ein Sony IMX615 Sensor und den kennen wir auch schon vom Vorgänger. In dem Fall wieder mit dem entsprechenden Modus stabilisiert. Ich denke, ihr hört ein bisschen die Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Ansonsten sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ordentliche Qualität und eben auf Wunsch stabilisiert. Die Stabilisierung kann man natürlich auch entsprechend ausschalten. Auch ansonsten hat OnePlus beim Nord im Vergleich zum Nord 2 bei der T-Version eigentlich bei der Kamera nichts verändert. Wir haben einen neuen Prozessor und der könnte Auswirkungen auf die Kameraqualität haben. Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach etwas genauer an. Los geht's! Starten wir mit der Hauptkamera, Sony IMX766 50 Megapixel-Sensor. Hier bei der Hauptkamera kommt ein OIS zum Einsatz und bei Videos arbeitet auch zusätzlich ein EIS, was man hier auch spürt. Es gibt noch einen zusätzlichen Super Stable Mode, den würde ich aber eher nicht nutzen, denn dann wird das Bild einerseits deutlich verkleinert und es sind nur noch 1080p übrig. Also das hier ist die beste Möglichkeit, Aufnahmen zu machen. Der Fokus funktioniert exzellent und die Qualität kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also im Vergleich zu Geräten, die aktuell so auf den Markt kommen, ist das hier natürlich schön, dass hier wirklich wir ein ruckelfreies Erlebnis haben. Gute Auflösung, also wirklich viele Details und ordentliche Stabilisierung. Hier macht OnePlus bei der Hauptkamera auf jeden Fall alles richtig. Schauen wir uns mal noch die Ultra-Weitwinkelkamera an. Die war nämlich beim normalen Nord 2 nicht stabilisiert. Jetzt seht ihr die Ultra-Weitwinkelkamera, auch bekannter Sensor, Sony IMX355. Und auch hier wieder das gleiche Spiel wie beim OnePlus Nord 2. Leider keine Stabilisierung. Warum er die weglässt, keine Ahnung, eigentlich unnötig. So sind die Aufnahmen entsprechend verwackelt und ja, mehr oder weniger eigentlich nicht zu gebrauchen. Auch ansonsten der Sensor jetzt keine Wucht für die Preisklasse. Aber bei Aufnahmen, bei Bildern ist das Ganze okay. Haben wir noch einen kurzen zusätzlichen Abstecher zur Hauptkamera, denn 1080p 60 fps, wenn man schnelle Bewegungen einfangen will, sind natürlich auch ganz sinnvoll. Das eben war mit der Hauptkamera 4K 30 fps. Ja, also wenn ihr schnelle Bewegungen einfangen wollt, ist das hier auf jeden Fall die beste Wahl. Auch hier Fokus okay. Wie gesagt, in dem Fall auch eine Stabilisierung, die arbeitet zuverlässig. Also da kann man sich absolut nicht beschweren bei der Hauptkamera. Zusätzlich gibt es dann noch den Super Stable Mode. Also ich versuche jetzt mal irgendwie schnell vorwärts zu laufen, ob man überhaupt einen Unterschied erkennt. Das sind dann auch wiederum 1080p 60 fps im Super Stable Mode. Und da wackelt mehr oder weniger gar nichts mehr hin und her. Und die Qualität muss aber stark reduziert werden, also büßt schon deutlich an Qualität ein, dafür, dass man eben eine gute Stabilisierung hat. Vielleicht, wenn man irgendwie deutlich in Bewegung ist, kann man den Modus nutzen. Ansonsten würde ich den eigentlich nicht anfassen. Dann gibt es noch ein stabilisiertes Fazit über die Frontkamera. Also das OnePlus Nord 2T macht vieles richtig, aber eine nicht stabilisierte Ultraweitwinkelkamera gehört sich wiederum nicht in der Preisklasse und ist irgendwie unnötig, die letztendlich hier wegzulassen. Ihr seht mich hier über die Frontkamera, die macht durchaus ordentliche Aufnahmen. An der Stelle wäre wiederum 4K schön gewesen, aber 1080p stabilisiert durchaus ausreichend. Definitiv richtig gut ist die Hauptkamera, Sony IMX766, kennen wir so schon fast von Flagships. Und das Ganze funktioniert in der Praxis auch ziemlich gut. Also wir haben 4K stabilisiert über OIS und EIS. Das war es dann soweit vom kurzen Kameraeinblick mit dem OnePlus Nord 2T. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr sinnvolle Informationen hattet, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Alles weitere lest ihr wie immer im ausführlichen Testbericht auf www.chinahandys.net. Macht's gut!